Hallöchen und herzlich willkommen heute bei mir zur neuen Folge Minecraft Get Down auf den Revenzern.tv Server. Ein oder andere wird den Titel sicherlich schon gelesen haben. Und zwar wird die Münze heute entscheiden, ob wir die Punkte behalten dürfen. Es gibt ja immer drei Maps und nach jeder Map werde ich einmal die Münze hochwerfen und dann sagen Kopf oder Zahl. Diese hoffentlich dann auffangen und dann hoffentlich richtig liegen. Falls ich nicht richtig liege, dann werde ich die Punktzahl nicht mitnehmen dürfen. Ich vote für das Votepack 1, unser Bunker, Tetris und LSD. Das sind schon richtig nice Maps. 13 von 16 Spielern, ich werde da jetzt auch direkt mal starten, damit wir hier auch keine Zeit verlieren. So, hier schnell weg von Anfang. Dann hoffentlich jetzt hier auch diesen Block mit wenig Schaden mitnehmen. Naja, mehr oder minder wenig Schaden, aber 212 Punkte sind auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich hoffe einfach mal, ja, es ist natürlich beim Münzwurf so, dass es eine 50-50-Chance ist. Also sprich, ich kann ja nur Kopf oder Zahl auswählen und ja, das ist halt dann entweder oder und dementsprechend 50%. Und ich hoffe ja, dass wir, ja, einmal muss Minimum sein, dass wir treffen. Zweimal wäre schon gut, dreimal war optimal, aber damit rechne ich nicht. Also vermutlich, bei meinem Luck werde ich bestimmt nur einmal richtig liegen. Und wir können dann nicht so viele Punkte mitnehmen. Aber das Wichtigste wäre, dass wir beim ersten reinlacken, weil es ist ja seit diesem Get Down Update so, dass man umso weniger Punkte man hat, beziehungsweise umso weniger Coinblöcke man eingesammelt hat, umso mehr Punkte bekommt man. Dementsprechend bekommt man bei den weiteren Maps immer weniger Coins, da man ja, ja vermutlich mehrere Coinblöcke eingesammelt hat. Klingt ein bisschen verwirrend, ist aber eigentlich ein ganz einfaches System dahinter. Und die erste Map werden wir hoffentlich jetzt halt hier beenden. Ne? Ich hoffe auch, dass man das dann in der Cam... Oh, wir sind richtig weit vorne, lol. Da kann ich mir sogar noch ein bisschen Zeit lassen, beziehungsweise... Naja, Zeit lassen jetzt auch nicht unbedingt. Weil... Ich möchte die anderen natürlich jetzt halt hier nicht so viel Zeit schenken. Na, ich mache dann jetzt auch schon mal den Münzwurf. Ich sag Kopf, ich werf sie hoch, zack, dreh sie um und es ist... erkennt ihr das? Es ist Kopf. Leute, es ist Kopf. Ja, man erkennt es wirklich sehr, sehr schlecht. Ah, ich muss ein bisschen weiter weghalten. Kopf. Perfekt. Also wir dürfen die Punkte behalten. Und zwar sind es 1055 Punkte. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, dass es beim zweiten und dritten genauso ist. Aber naja. Holy shit, war das schlecht, Alter. Das war wirklich schlecht. Und BB. So, erstmal ein paar extra Punkte auf meinen Nacken. So, dann kann ich jetzt halt hier auch noch so einen Sprung probieren. Dann kriegen wir halt diesen extra Bonus nicht mehr. Aber dafür schubsen wir ihn nochmal schnell runter. Beziehungsweise nehmen da noch eben den Block mit. Ja, er fällt dann nochmal runter. Ist mir eigentlich relativ wumpe, wenn ich ehrlich bin. Weil, ja, ich hab jetzt halt hier einige Coins. Selbst wenn die anderen zwei Male ich nicht richtig tippe, dann habe ich trotzdem viele Punkte bekommen. Und ja, das kann mir jetzt halt keiner mehr unbedingt nehmen. Was ist denn das? Das war... Scheiße, das war ein Vierer. Da habe ich ein bisschen jetzt halt hier vercheckt. Da habe ich hier mal einen schiefen Blick gehabt. Ansonsten hätte ich das eventuell gesehen. Und... Jungs, ich konnte nicht springen. Also, no Ausrede hier an dieser Stelle, aber... Heilige Scheiße, das war jetzt ein bisschen komisch. Zwei Fails hier schon bei dieser Map, die eigentlich nicht unbedingt schlecht ist. Naja, was soll's. Ich werde trotzdem mein Bestes geben, hier noch viele Punkte einzusammeln. Vor allem haben wir ja nicht so viele Punkte verloren. Dieser Null-Fail-Bonus ist halt ein bisschen bitter. Aber naja, da kann man jetzt... was mache ich denn? Komm, Regeneration. Unsichtbarkeit. Naja, das ist jetzt halt hier nicht so der Yellow from the Egg. Ich hätte jetzt halt lieber... was anderes bekommen. Komm, dann probieren wir es nochmal. Resistenz. Resistenz brauche ich auch nicht. Kommen wir jetzt da hoch? Ja, kommen wir. Darüber kommen wir auch. Ja, dann kriegen wir gerade mal 51 Punkte. Weil Louis stinkt, ist schon weit unten und wird das Ganze
womöglich jetzt halt hier auch beenden. Ne? Und wir haben 1248. Jetzt mal schauen, ob wir diese Punkte dann auch behalten dürfen. Ich sag, komm, wieder Kopf, das hat gerade gut funktioniert. Und es ist, ich hebe es wieder hoch. So, ihr seht es ja. Zahl. Jetzt bin ich ein bisschen hier spät dran, aber da machst du nichts. Wenn gleich dann das Richtige kommt, will ich mich jetzt halt hier wirklich nicht beschweren. Und über diesen Volldamage, ja, darüber könnte man sich schon beschweren. Als Zuschauer zumindest, weil ihr euch sicherlich so denkt, yo, Cranky, was machst du da? Aber nun gut, das nimmt man halt als kleiner YOLO Carbone Boy auf sich. Obwohl ich sagen muss, Get Down habe ich echt Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Obwohl zwischenzeitlich Get Down mein Lieblingsmodus war. Sogar noch vor Tri-Jump, ach schade, da komme ich nicht hin. Noch vor Tri-Jump, aber mittlerweile ist es wieder ganz klar Tri-Jump geworden. Keine Ahnung, es kommt einfach nichts an Tri-Jump ran. Tri-Jump ist einfach ein Hammer-Modus, den ich einfach am meisten mag. Ich meine, ist ja auch mein ganz gutes Recht, dass ich das mag. Ihr könnt ja auch gerne mal so schreiben, was denn euer Lieblingsmodus ist. Also meinen habe ich ja gerade schon lautstark preisgegeben. Und wir sind erster Platz mit Abstand. Das wäre natürlich auch noch Hammer, wenn wir hier die Punkte auch noch behalten könnten. Obwohl mit 1000 Punkte würde ich dann auch noch klarkommen, aber das wäre dann schon eine kritische Nummer. So, komme ich dahin? Jawohl. Nehmen wir das noch mit. Und ja, dann werde ich jetzt einmal den Münzwurf machen. 1618. Wäre natürlich nice, wenn wir die behalten könnten. Und wisst ihr was? Ich nehme nochmal Kopf. Ich nehme nochmal Kopf. Hochgeworfen, aufgefangen und es ist Kopf. Das heißt, wir dürfen diese Punkte auch benutzen. Ich werde jetzt, oh shit, ich muss nach unten gehen. Und zwar hatten wir bei der zweiten Runde 1248. In der ersten Runde hatten wir 1055. Also diese Punkte dürfen wir nicht benutzen. Also 193 dürfen wir nicht benutzen. Also 1738 minus, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es sind 190. Also das heißt, 1540 Punkte dürfen wir benutzen. Ich kaufe mir davon jetzt hier erstmal ein Schwert. Dazu natürlich jetzt hier Full Deer Equipment. Dazu jetzt hier 30. 40, 45 Level. Tun wir auch direkt mal verzaubern. Auf natürlich Sharpness 4. Jawohl. Dazu bitte noch Fire Aspect 2. Aber wir hatten echt Ultralag. Also ihr könnt das ja gerne auch mal ausprobieren. Dann mal so schreiben, wie viele Punkte ihr im Endeffekt benutzen dürftet. Mist, Leute. Wir haben noch 20 Sekunden. Plot 4. Ich habe jetzt leider keinen Fire Aspect drauf. Nochmal Plot 4. Nochmal Plot 4, lol. Unbreaking. Plot 4. Okay. Komm jetzt bitte hier noch. Wir haben 8 Sekunden noch. Gib mir Fire Aspect. Gib mir Fire Aspect, Alter. Leute, das gibt's nicht. Ich habe keinen Fire Aspect drauf bekommen. Haben wir nicht alle Punkte benutzt? Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier schnell Fire Aspect oder sonstiges drauf bekommen. So, gehen wir mal auf ihn. Ich habe halt leider nur Sharp 4. Ansonsten nichts. Er hat Fire Aspect. Also dich müssen wir auf jeden Fall killen. Und eventuell auch noch so ein paar Goldäpfel jetzt hier mitnehmen. Er teilt auf jeden Fall schon heftige Kombos aus. Er denkt jetzt halt auch so, er könnte mich jetzt hier so ein bisschen foppen, indem er jetzt hier immer wegrennt. Naja, Kampf gewonnen. Schauen wir mal zu einem Amboss am besten hin. Der war auf dem Boot, glaube ich, drauf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil dann könnten wir die Sachen kombinieren, hätten dann hoffentlich Fire Aspect. So, jetzt hat hier schön mit zwei Schwertern gekämpft. Okay, ich habe halt leider keinen Goldapfel oder sonstiges. Hä? Ich dachte, der hatte Fire Aspect. Bin ich jetzt dumm? Ich habe doch ihn mit Fire Aspect angehauen, oder? Ich denke ja. Und da haben wir ihn. Perfekt. Er hatte einen Powerbogen. Sharpness 4, Fire Aspect 1. Ist auf jeden Fall schon mal besser als meins. Dazu ein paar Goldäpfel, dazu ein bisschen Essen. Ist auf jeden Fall Hammer. Wir haben jetzt so viele Punkte eigentlich nicht benutzt, wenn ich das jetzt mal so überlege. Die Challenge hat sich überhaupt gar nicht ausgezahlt, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten halt auch noch richtig Luck. Okay. Was das Ding angeht. Ja, wenn du AFK bist, das ist jetzt nicht mein Problem, Digga. Der letzte Spieler ist hier. Er sieht auch nicht so aus, als wäre er gut ausgerüstet. Vielleicht hat er auch 40 extra Herzen. Aber denke ich nicht. Dann haben wir eine 6-Kills-Runde mit einem voraussichtlichen Win und einer komischen Challenge, ja. Also. Wenn ihr Bock habt, dass die magische Miesmuschel mal mir die Punkte ansagt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da, damit ich weiß, dass ihr Bock drauf habt auf solche Glücks-Challenges. Des Weiteren könnt ihr auch gerne Challenges unten in die Kommentare schreiben. Macht es gut und ciao.
Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.